In diesem Video sprechen wir über den Satz von Baker, Gill und Soloway, ein Satz von 1975. Das ist ein Satz über Orakel-Turing-Maschinen und der ist sehr interessant im Hinblick auf das P versus NP-Problem. Die Aussage des Satzes steht hier schon. Der sagt einfach, es gibt ein Orakel A, sodass P hoch A gleich NP hoch A ist. Und es gibt auch ein Orakel B, sodass P hoch B ungleich NP hoch B ist. Also einerseits können deterministische und nicht-deterministische Polyzeitmaschinen genau dasselbe, nämlich wenn man sie beide mit einem A-Orakel ausstattet. Andererseits, wenn man sie beide mit einem B-Orakel ausstattet, dann können nicht-deterministische Maschinen echt mehr als deterministische Maschinen. Bevor wir uns jetzt überhaupt über den Beweis Gedanken machen, fragen wir uns erstmal, was sagt dieser Satz denn über das P versus NP-Problem? Der Satz sagt, dass es für das P versus NP-Problem keinen relativierbaren Beweis geben kann. Was heißt relativierbar? Relativierbar nennt man einen Beweis, wenn der auch für jedes beliebige Orakel klappen würde, was man hinzufügt. Also sagen wir, jemand behauptet, er hätte das P versus NP-Problem gelöst. Ganz egal in welche Richtung, P gleich NP oder P ungleich NP, sagen wir mal, jemand hat P ungleich NP gezeigt. Aber wenn jetzt derselbe Beweis immer noch funktioniert, wenn man überall ein Orakel hinzufügt, dann kann der Beweis nicht richtig sein, denn der Satz von Baker, Gill, Soloway sagt, es gibt so ein Orakel A, sodass P hoch A gleich NP hoch A ist. Ja, es kann nicht sein, dass dann für dieses konkrete A, für dieses Orakel A, P hoch A auch immer noch ungleich NP hoch A ist. Und genauso, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Beweis gefunden, der zeigt, P ist gleich NP, aber dieser Beweis ist relativierbar, das heißt, ganz egal, welches Orakel wir daran schreiben, der Beweis geht immer noch durch, naja, dann können wir halt dieses Orakel B aus dem Beweis von Baker, Gill, Soloway daran schreiben. Dann würde da stehen, dass P hoch B gleich NP hoch B ist, aber der Satz von Baker, Gill, Soloway sagte, nein, für dieses Orakel B ist P hoch B ungleich NP hoch B. Für P versus NP kann es also keinen relativierbaren Beweis geben, und dadurch werden einfach gewisse Beweistechniken ausgeschlossen, nämlich Beweistechniken, bei denen die Beweise dann üblicherweise relativierbar sind. Eine davon ist Diagonalisierung. Per Diagonalisierung kann man zum Beispiel zeigen, dass P ungleich X' ist, aber derselbe Beweis, der funktioniert auch, wenn man ein beliebiges Orakel an beide Klassen ranschreibt. Also für jedes Orakel O ist P hoch O ungleich X' hoch O. Diagonalisierung ist also eine solche relativierbare Beweistechnik. Das heißt, es kann keinen Beweis für P versus NP geben, der einfach nur auf Diagonalisierung beruht. Okay, dann wollen wir diesen Satz jetzt mal beweisen. Der Satz besteht offensichtlich aus zwei Teilen. Wir müssen einmal so ein Orakel A konstruieren, sodass das gilt, und ein Orakel B, sodass das hier gilt. Der erste Teil des Theorems ist der einfache, also zu zeigen, dass es ein Orakel gibt, A, sodass P und NP unter diesem Orakel die gleiche Klasse werden. Da können wir einfach irgendein P-Space-vollständiges Problem nehmen, zum Beispiel QBF, und dann gilt einerseits P hoch QBF ist gleich P-Space, denn was wir mit einer deterministischen Polyzeitmaschine mit QBF-Orakel machen können, das sind alle Sprachen in P-Space. Also man kann sich sehr leicht diese Gleichheit hier überlegen der beiden Klassen. Und andererseits, NP mit einem QBF-Orakel ist ebenfalls gleich P-Space. Man könnte vielleicht einfacher sehen, dass NP mit einem QBF-Orakel dasselbe ist wie NP-Space, aber nach dem Satz von Savage ist NP-Space gleich P-Space. Kommen wir also zum schwierigen Teil des Theorems. Und das ist jetzt wirklich ein schöner Beweis, der jetzt kommt. Wir wollen zeigen, es gibt ein Orakel B, also irgendeine formale Sprache B, sodass P hoch B ungleich NP hoch B ist. Also sodass die Probleme, die wir mit einer deterministischen Polyzeitmaschine mit einem B-Orakel lösen können, dass das nicht dieselben sind wie die Probleme, die wir mit einer nicht-deterministischen Polyzeitmaschine mit einem B-Orakel lösen können. Offensichtlich ist P hoch B enthalten in NP hoch B. Das heißt, was wir hier eigentlich zeigen wollen ist, es gibt dann eine Sprache in NP hoch B, die nicht in P hoch B liegt. Also eigentlich müssen wir zwei Dinge konstruieren. Einmal die Orakelsprache B und dann noch eine Sprache L, die dann wahrscheinlich abhängen wird von B. So das gilt, wir können diese Sprache L speziell mit Nichtdeterminismus und einem B-Orakel lösen. Ja, damit kann man L erkennen.
Aber wir können die Sprache L nicht erkennen mit einer deterministischen Maschine, selbst wenn sie ein B-Orakel hat. Und der Beweis, der wird jetzt etwa so ablaufen. Wir werden erstmal zeigen, wenn wir irgendeine Orakelsprache B konstruieren, dann können wir zu diesem B immer eine dazugehörige Sprache L konstruieren, die irgendwie offensichtlich mit Nichtdeterminismus und einem B-Orakel erkennbar ist. Ja, dann gibt es ein sehr einfaches Verfahren, wie wir mit dem B-Orakel und mit Nichtdeterminismus die Sprache L erkennen. Diese Sprache L hängt ab von dem B. Und als zweiten Schritt werden wir uns die Konstruktion von diesem B mal ganz genau anschauen und gucken, wie können wir das B konstruieren, sodass L nicht mit Determinismus und einem B-Orakel in Polyzeit entschieden werden kann. Beginnen wir mal mit dem ersten Teil. Also stellen wir uns vor, wir haben irgendeine Orakelsprache B, die enthält irgendwelche Wörter. Wir wollen eine dazugehörige Sprache L konstruieren, die offensichtlich mit einem B-Orakel und mit Nichtdeterminismus gelöst werden kann. Eine Möglichkeit hierbei ist die folgende. Wir sagen, L enthält alle Wörter, die nur aus Einsen bestehen, deren Länge aber genau die Länge von einem Wort ist, was auch in B vorkommt. Also wenn B zum Beispiel dieses Wort 0110 enthält der Länge 4, dann sagen wir, L enthält einfach das Wort 1111, auch der Länge 4, aber es besteht nur aus Einsen. Und B enthält dann noch dieses Wort der Länge 10 hier, dann enthält L auch ein Wort der Länge 10, aber das besteht nur aus Einsen. Formal schreiben wir also, L ist die Menge der Worte der Form 1 hoch n, also n viele Einsen, sodass gilt, es gibt ein Wort W aus B, sodass W die Länge n hat. Jetzt gilt auf jeden Fall schon mal, dass L in NP hoch B liegt. Wir können L mit Nichtdeterminismus und einem B-Orakel lösen. Wie machen wir das? Naja, wir bekommen irgendein Eingabewort. Erstmal, wenn das Eingabewort irgendein anderes Symbol als 1 enthält, dann können wir es sofort verwerfen. Denn L enthält nur Worte, die nur aus Einsen bestehen. Naja, und wenn es ein Wort ist, was nur aus Einsen besteht, dann können wir jetzt nicht deterministisch raten, wie das zugehörige Wort in B sein könnte. Wir raten also nicht deterministisch ein Wort der Länge n, schreiben es auf das Orakelband und jetzt fragen wir das B-Orakel, ist dieses Wort in B? Wenn ja, dann akzeptieren wir, wenn nicht, dann verwerfen wir. Und jetzt gilt ja offensichtlich, wenn dieses Wort hier in der Sprache L liegt, dann gibt es ein zugehöriges Wort in B dieser Länge, dann gibt es also auch eine erfolgreiche Berechnung. Ja, die nichtdeterministische Maschine, die kann dann genau dieses Wort raten, genau das an das Orakel anfragen und dann wird das Orakel ja antworten und wir akzeptieren. Und wenn dieses Wort nicht in der Sprache liegt, dann ist es völlig egal, was wir hier raten, wir bekommen immer vom Orakel die Antwort nein, das heißt, dann wird verworfen. Wir konstruieren also gleich eine Orakelsprache B und wenn wir die erstmal konstruiert haben, dann ist völlig klar, wie wir dazu das L konstruieren, nämlich genau auf diese Weise. Und dann ist auch völlig klar, L liegt in NP hoch B. Das haben wir uns gerade überlegt. Und es bleibt dann nur noch zu zeigen, dass L nicht in P hoch B ist. Aber um das zu zeigen, müssen wir hier bei der Konstruktion von B ganz genau aufpassen. Ja, da müssen wir eine ganz spezielle Konstruktion machen. Wir müssen eine ganz spezielle Orakelsprache B konstruieren, sodass am Ende gilt, dass L nicht in P hoch B liegt. Okay, überlegen wir mal, wie könnte man B konstruieren, sodass L am Ende nicht in P hoch B liegt? Aber L liegt ja in NP hoch B. Also was bringt uns dieser Nichtdeterminismus, müssen wir eigentlich fragen. Ja, was bringt uns der Nichtdeterminismus zusammen mit einem B-Orakel, sodass wir L erkennen können? Aber wenn wir den Nichtdeterminismus nicht hätten, dann können wir das L nicht mehr erkennen. Also was hat der Nichtdeterminismus hier gebracht? Naja, der hat mal eben in linearer Zeit exponentiell viele Worte der Länge n durchsucht, könnte man sagen. Ja, wir bekommen ein Wort der Länge n und der nichtdeterministische Algorithmus, der rät jetzt nichtdeterministisch ein Wort der Länge n. Davon gibt es 2 hoch n viele. Und das sollte doch eine Schwierigkeit sein für einen deterministischen Polynomialzeitalgorithmus, genau das richtige Wort zu finden hier. Insbesondere könnten wir versuchen, in B nur ganz, ganz wenige Worte reinzutun. Ja, vielleicht immer nur so ein einziges von jeder Länge höchstens, so wie ich das hier auch schon angedeutet hatte. Wir hatten in B ein Wort der Länge 4, dann ein Wort der Länge 10, dann ein Wort der Länge 16 oder so. Und dann sollte es für diesen deterministischen Algorithmus, der nur diese Folge von Einsen bekommt,
Für den sollte es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein, wenn er versucht, genau dieses richtige Wort zu finden, was in der Sprache liegt. Also bevor wir uns jetzt in die Details stürzen, nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir haben gesagt, ganz egal, welche Sprache B wir konstruieren, wir finden immer diese zugehörige Sprache L, die in NP hoch B liegt. Wir müssen B nur entsprechend konstruieren, dass es nicht in P hoch B liegt. Und die Idee ist jetzt, dass B irgendeine Sprache mit extrem wenigen Wörtern drin sein wird. B wird also so eine ganz spärliche Menge, die nur ganz selten mal ein Wort von einer Länge enthält und dann wieder für ganz viele Längen gar kein Wort enthält. Und damit wollen wir dann am Ende sicherstellen, dass L tatsächlich nicht in P hoch B liegt. Denn dieser deterministische Polyzeitalgorithmus, selbst mit seinem B-Orakel, wird er nicht genug Zeit haben, um alle exponentiell vielen Wörter, die potenziell in B sein könnten, nacheinander abzufragen. Jetzt kommt also die Konstruktion von B und ich sage schon mal dazu, dass ich gleich an irgendeiner Stelle hier einen kleinen Fehler einbauen werde in den Beweis, um das ganze Argument ein bisschen zu vereinfachen. Ihr könnt ja mal ganz genau darauf achten, ob ihr den Fehler findet. Danach besprechen wir dann, wo der Fehler war und besprechen, wie man den beheben kann. Die Konstruktion von B, die funktioniert grundsätzlich erstmal so, dass wir uns am Anfang noch für kein einziges Wort entschieden haben, ob es mit in die Sprache B mit reinkommt oder nicht. Und wir werden uns dann nach und nach immer für einzelne Worte entscheiden. Entweder werden wir uns entscheiden, das kommt mit rein oder es kommt nicht mit rein. Zum Beispiel werden wir uns entscheiden, das kommt nicht mit rein und das kommt auch nicht mit rein und das kommt auch nicht mit rein. Und dann entscheiden wir uns vielleicht, dass das Wort mit reinkommt in die Sprache und dass das hier nicht mit reinkommt und dass das auch nicht mit reinkommt und so weiter. Diese Entscheidungen, welche Worte mit reinkommen, die laufen phasenweise ab. Es gibt eine Phase 1, eine Phase 2, eine Phase 3 und so weiter. Und diese Phasen, die machen wir deshalb, weil das Ganze jetzt ein Diagonalisierungsbeweis wird. Stellen wir uns mal vor, wir haben hier eine Aufzählung von allen Polyzeit-Orakel-deterministischen Turing-Maschinen. Also all die Turing-Maschinen, die nachher potenziell in Frage kämen, um unsere Sprache L zu erkennen. Wir wollen dafür sorgen, dass keine von diesen ganzen Maschinen am Ende genau unsere Sprache L erkennt. Und ich habe diese Maschinen jetzt erstmal M1 hoch Fragezeichen, M2 hoch Fragezeichen und so weiter genannt. Das Fragezeichen, das ist da, wo wir sonst die Orakelsprache hinschreiben. Das wird am Ende die Sprache B, aber wir haben B ja noch gar nicht konstruiert. Deswegen nenne ich das erstmal Fragezeichen. Ja, das soll also eine Orakel-Turing-Maschine sein, bei der wir uns noch gar nicht festgelegt haben, was am Ende genau die Orakelsprache wird. Aber das ist erstmal okay. Eine Orakel-Turing-Maschine, das war ja erstmal eigentlich eine ganz normale Turing-Maschine, außer dass sie halt drei spezielle Zustände hat und dass sie ein spezielles Orakel-Arbeitsband hat. Aber wir müssen uns noch gar nicht festlegen, was diese Orakelsprache am Ende wird. Wir können erstmal sagen, die ist bisher noch unbestimmt und eine Orakel-Turing-Maschine ist eben wirklich nur normale Turing-Maschine mit drei speziellen Zuständen und einem weiteren speziellen Arbeitsband. Jetzt definieren wir die Sprache B in unendlich vielen Phasen. Und zwar ist das Ziel von Phase 1, dass die Maschine M1 am Ende mit B-Orakel dann nicht genau unsere Sprache L erkennt. Und das Ziel von Phase 2 wird es sein, dass die Maschine M2 mit B-Orakel ganz am Ende nicht unsere Sprache L erkennt und so weiter. Im Allgemeinen also wollen wir in Phase I gegen die Maschine MI diagonalisieren. Und hier habe ich jetzt mal aufgeschrieben, was genau in einer Phase passiert. Eine Phase besteht aus drei Schritten. Zunächst mal wählen wir irgendeine Zahl n, sodass erstens wir uns noch nicht für irgendein Wort der Länge n entschieden haben, ob es in die Sprache B mit reinkommt oder nicht. In der ersten Phase haben wir da also alle Zahlen n zur Verfügung, denn wir haben uns noch für überhaupt kein Wort entschieden. Und zweitens wählen wir die Zahl n so, dass die Maschine, um die wir uns gerade kümmern, also Maschine Nummer i, wenn wir jetzt in Phase Nummer i sind, dass die Maschine i auf der Eingabe 1 hoch n weniger als 2 hoch n viele Schritte macht. Also weniger Schritte, als es Worte der Länge n gibt. Da im i eine Polyzeitmaschine ist, finden wir auf jeden Fall auch eine solche Zahl n. Sagen wir als Beispiel mal, dass in der ersten Phase diese Zahl jetzt gleich 3 wäre. Also wir haben uns noch für kein Wort der Länge 3 entschieden und sagen wir mal, die Maschine M1, die macht auf der Eingabe 111, also 3 Einsen, weniger als 2 hoch 3, also weniger als 8 Schritte.
Jetzt kommt Schritt 2. Da führen wir einfach mal die Maschine MI auf dem Wort 1 hoch n aus und gucken, was passiert. Naja, erstmal ist das eine deterministische Maschine, die MI. Das heißt, die kann erstmal deterministisch irgendwas berechnen. Aber es kann ja sein, weil es eine Orakel-Turing-Maschine ist, dass sie auch irgendwann mal das Orakel befragt. Sagen wir, sie befragt das Orakel für irgendein Wort W. Sagen wir mal für dieses Wort hier. Na, wann immer sie das Orakel für irgendein Wort W befragt und wir uns schon entschieden haben, ob dieses Wort in B ist oder nicht, dann führen wir die Berechnung fort, indem wir entsprechend antworten. Also wenn wir uns für das Wort schon entschieden hatten, dass es in B mit reinkommt, dann gehen wir in den Zustand Plus und machen mit der Berechnung weiter. Wenn wir uns schon entschieden hatten, dass das Wort nicht in B mit reinkommt, dann gehen wir in den Zustand Minus, machen auch mit der Berechnung weiter. Und die andere Möglichkeit ist, falls es noch völlig unentschieden ist für dieses Wort. Also zum Beispiel für dieses Wort hatten wir gesagt, wenn die Maschine jetzt dieses Wort anfragt, dann antworten wir Nein. Wir gehen also in den Zustand Minus und in dem Moment entscheiden wir uns jetzt auch, dieses Wort, das kommt nicht mit in die Sprache B rein. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit so. Die Berechnung läuft weiter, aber für jedes angefragte Wort, für das wir uns vorher noch nicht entschieden hatten, antworten wir immer Nein. Wir führen also die Berechnung vom Zustand Minus weiter und wir entscheiden dann in dem Moment, dieses Wort kommt nicht mit in die Sprache B mit rein. Es könnte also sein, dass die Maschine jetzt noch so ein paar weitere Orakelanfragen macht. Irgendwann terminiert diese Berechnung von MI auf dem Wort 1 hoch n, denn wir hatten ja gesagt, MI macht auf diesem Wort weniger als 2 hoch n Schritte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was MI macht, nämlich kann MI entweder die Eingabe akzeptieren oder sie verwerfen. Jetzt kommt genau der Punkt, wo wir diagonalisieren. Wir wollen jetzt erreichen, dass MI falsch entschieden hat, also falsch in Bezug auf die Sprache L. Es geht ja darum, die Sprache L zu akzeptieren. Falls MI jetzt das Eingabewort akzeptiert, dann wollen wir jetzt dafür sorgen, dass das Eingabewort 1 hoch n nicht in der Sprache L liegt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, weil L ja von B abhängt, dass B kein Wort der Länge n enthält. Also falls MI jetzt akzeptiert, würden wir für alle Wörter der Länge n, n war 3, entscheiden, die kommen alle nicht mit in die Sprache B mit rein. Und somit ist dann auch das Wort 1 hoch 3, also das Wort 111, nicht mit in der Sprache L. Und dann war die Antwort von MI falsch. Zweite Möglichkeit ist, dass MI das Eingabewort 1 hoch n verwirft. Dann wollen wir jetzt dafür sorgen, dass das Eingabewort 1 hoch n mit in der Sprache L drin liegt. Wie können wir das erreichen? Naja, wir müssen ein Wort der Länge n in B reintun. Und wir haben uns ja noch nicht für alle Worte der Länge 3 entschieden, ob sie in B mit drin liegen oder nicht. Dann können wir also jetzt irgendein Wort der Länge 3, für das wir uns noch nicht entschieden haben, mit in die Sprache mit reinnehmen. Warum muss es dieses Wort geben? Wir haben gesagt am Anfang, wir wählen n, sodass wir uns noch für kein Wort der Länge n überhaupt entschieden haben. Also 2 hoch n viele Worte stehen hier zur Verfügung. Und wir haben auch gesagt, dass MI weniger als 2 hoch n viele Schritte macht. Und in jedem Schritt können wir nur höchstens eine Orakelanfrage stellen. Das heißt, wir treffen hier auch weniger als 2 hoch n viele Entscheidungen. Das heißt, nicht für alle Worte der Länge 2 hoch n wird während der Berechnung hier entschieden, ob sie in die Sprache mit reinkommen oder nicht. Es gibt immer noch ein Wort, für das wir uns nicht bisher entschieden haben, ob es mit reinkommt oder nicht. Und bei dem können wir dann einfach sagen, ja, jetzt kommt es mit in die Sprache rein. Nach Phase 1 haben wir jetzt sichergestellt, dass die Maschine M1 mit B-Orakel nicht die Sprache L erkennt. Wir haben das B zwar noch gar nicht vollständig definiert, sondern nur für ein paar einzelne Worte, aber das sind genau die Worte, die das M1 anfragt, wenn es auf dem Wort 1 hoch n gestartet wird. Und das ist alles, was hier wichtig ist. Dann kommt Phase 2, dann wiederholt sich das Ganze mit der Maschine Nummer 2. Wir wählen wieder eine Zahl n, sodass wir uns noch für kein Wort der Länge n entschieden haben und dass die Maschine M2 auf der Eingabe 1 hoch n weniger als 2 hoch n Schritte macht. Sagen wir mal zum Beispiel, das ist diesmal die Zahl 4, also wir haben uns hier ja noch für kein Wort der Länge 4 entschieden, ob es in B mit reinkommt. Und sagen wir auch mal, die Maschine M2 macht auf Eingabe 1 hoch 4 höchstens 2 hoch 4 Schritte, weniger als 2 hoch 4 Schritte. Dann füllen wir die jetzt aus und die wird wieder vielleicht irgendwelche Orakelanfragen machen, kann auch mal längere Worte fragen, kann auch noch ein paar kürzere Worte fragen. Wir entscheiden uns immer wieder dafür, dass dieses Wort nicht mit in die Sprache B mit reinkommt und gehen in den Zustand Minus über,
Könnte auch sein, dass sie irgendwann das Wort 010 fragt, ausgerechnet dieses Wort, wo wir uns schon entschieden haben, dass es reinkommt. Naja gut, dann gehen wir halt in den Zustand Plus weiter und machen von da aus die Berechnung weiter. Und das geht dann vielleicht noch ein bisschen weiter. Hier wird noch ein bisschen was gefragt und hier. So, und irgendwann terminiert die Maschine M2 und sagen wir jetzt mal zum Beispiel, sie akzeptiert die Eingabe. Naja, dann sorgen wir jetzt dafür, dass das Akzeptieren falsch war, indem wir alle Worte der Länge 4 aus der Sprache B ausschließen. Nach Phase 2 haben wir also dafür gesorgt, dass auch die Maschine M2 mit B-Orakel nicht die Sprache L erkennt und dann geht das Ganze immer so weiter. In Phase I sorgen wir dafür, dass Maschine I nicht genau die Sprache L erkennt. Und wenn wir diesen Prozess unendlich lange weiterführen, dann haben wir gegen alle Polyzeit-ODTMs diagonalisiert und dann wissen wir, L liegt nicht in P hoch B. Denn läge L in P hoch B, dann müsste es ja irgendeine Polyzeit-ODTM geben, die genau L erkennt, aber die müsste ja dann auch irgendwo in dieser Aufzählung vorkommen und wir haben dafür gesorgt, dass keine Maschine aus dieser Aufzählung genau die Sprache L erkennt. So, und damit wäre der Beweis abgeschlossen, das war's für dieses Video. Ach nein, da war ja noch was. Wo war der Fehler in dem Beweis? Ich habe ja gesagt, ich baue absichtlich einen Fehler ein. Habt ihr es gemerkt? Also der Fehler war folgender. Ich habe ja hier am Anfang gesagt, dass wir eine Aufzählung aller Polyzeit-Orakel-DTMs machen, wobei wir noch gar nicht festgelegt haben, was das Orakel überhaupt ist. Ich habe hier so ein Fragezeichen geschrieben. Am Ende wird das die Sprache B sein, aber B haben wir noch nicht konstruiert. Ja, das Problem ist, solange das Orakel nicht feststeht, ist überhaupt nicht klar, ob es eine Polyzeit-ODTM ist oder nicht. Denn die Laufzeit einer Maschine kann natürlich abhängen von den Orakelantworten. Es kann ja sein, wenn ich ein Plus zurückbekomme, dann terminiere ich und wenn ich ein Minus bekomme, dann laufe ich noch ganz lange weiter und dann ist es vielleicht in einem Fall eine Polyzeitmaschine, in einem anderen Fall aber nicht. Es gibt also nicht sowas wie eine Aufzählung aller Polyzeit-ODTMs, wobei wir uns noch gar nicht festgelegt haben, was die Orakelsprache ist. Was ist die Lösung für dieses Problem? Wir können sagen, wir zählen hier nicht Polyzeit-ODTMs auf, sondern wir zählen hier alle ODTMs auf, also alle orakeldeterministischen Turingmaschinen. Die können wir erstmal aufzählen. Sind natürlich dann auch ganz viele dabei, die gar nicht Polyzeit laufen, für gar kein Orakel und so weiter. Aber wir sorgen dann in der Konstruktion dafür, dass wir zumindest gegen die Polyzeitmaschinen davon diagonalisieren. Wenn wir hier jetzt also beliebige ODTMs haben, dann haben wir hier auf einmal keine Garantie mehr, dass dieses hier gilt, also dass wir ein N finden, sodass die Maschine höchstens 2 hoch N Schritte macht. Könnte sein, dass sie es einfach nicht tut, ja, dass sie immer länger läuft als 2 hoch N Schritte. Stattdessen sagen wir dann hier bei der Ausführung, wir führen das MI auf dieser Eingabe für 2 hoch N minus 1 viele Schritte aus. Dann gibt es aber am Ende hier noch einen dritten Fall. MI könnte jetzt nach diesen 2 hoch N minus 1 vielen Schritten akzeptiert haben. Es könnte verworfen haben oder es könnte noch nicht angehalten haben. Das ist aber jetzt glücklicherweise kein Problem mehr. Wenn es akzeptiert, machen wir weiterhin das. Wenn es verwirft, machen wir weiterhin das. Und wenn MI bis dahin nicht angehalten hat, dann machen wir einfach gar nichts. Ja, wir entscheiden uns für keine weiteren Wörter, ob sie mit reinkommen in die Sprache oder nicht. Dann haben wir einfach es nicht geschafft, gegen dieses MI jetzt zu diagonalisieren. Wir gehen aber wieder davon aus, dass es sich um eine Aufzählung handelt. Das ist ein Trick, den wir auch schon mal betrachtet hatten. Wir nehmen eine Aufzählung, wo jede Maschine unendlich oft vorkommt. Denn dann gilt, wenn wir irgendeine Polyzeitmaschine haben und selbst wenn sie für irgendein Wort nicht nach 2 hoch n minus 1 vielen Schritten terminiert hat, kommt sie irgendwann nochmal und nochmal und nochmal vor und irgendwann ist die Eingabe n dann so groß, dass diese Polyzeitmaschine wirklich nach 2 hoch n minus 1 vielen Schritten terminiert hat, dann sind wir in dem oder in dem Fall und dann diagonalisieren wir tatsächlich gegen diese Maschine. Das ist also noch so ein kleines Detail, was man hier beachten muss bei diesem Beweis, aber dann funktioniert er auch. Das heißt, damit haben wir dann das Resultat von Baker, Gill und Soloway gezeigt.